Servus zusammen und recht herzlich willkommen hier wieder bei uns in den Alpen. Wir spielen auf der Alpenmap Neu-Mini-Brunn und den Landwirtschaftssimulator 22 und ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge dazu. Wir stehen nicht ganz ohne Grund hier vor unserem Drescher, denn ich habe uns einen Ernteauftrag angenommen. Okay, aber was ist in der Zwischenzeit passiert? In der letzten Folge haben wir ja unser eigenes Feld geerntet und das ist dieses Feld da oben 21 gewesen. Das habe ich in der Zwischenzeit verkauft. Dafür haben wir knapp 75.000 Euro bekommen für unser Feld. Und dann habe ich hier sämtliche Kredite zurückbezahlt. Das heißt also, die 81.000 hier bei uns auf dem Konto sind Cash. Das heißt, das gehört uns. Damit können wir jetzt arbeiten. Und ich habe einen Ernteauftrag angenommen für das Feld Nummer... Augenblick, lasst mich mal schauen, bevor ich lüge. Bum, 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 da geht's runter. So, der Ernteauftrag ist Feld Nummer 10 und ich habe parallel dazu noch für unseren Lamborghini einen Auftrag entgegengenommen zum Grubbern auf Feld Nummer 5. Dadurch lernen wir wieder mal ein bisschen die Map kennen. Also, los geht's. Wir sitzen bereits in unserem Nova, schmeißen den Motor an und dann wollen wir mal zum Feld hochfahren. Das müsste auch gehen ohne Schneidwerkwagen. Das Feld ist ja ganz in der Nähe. So, da kommen wir durch. Sehr schön. Hier klappt's. Und dann hier rum. So, wie immer. Charlie ist unterwegs. Beobachtet die Rehe, die jetzt gerade über unsere Wiese rennen. Und schön wär's. Charlie? Charlie? Würdest du mal bitte aus dem Weg gehen? Oh. Gibt es natürlich einen Trick. So. Na, wo ist er denn? Bestimmt rennt er schon, oder? Ist er schon da? Da ist er doch. Sehr gut. Also, Charlie. Dann wünsche ich dir einen guten Appetit und ich kann jetzt hier hochfahren zu Feld Nummer 5. Feld Nummer 10. Na, wie auch immer. So. Auf jeden Fall, der Kutscher kennt den Weg. Und da geht's hoch. So, da haben wir, glaube ich, ein Maisfeld. Oder sind das Sonnenblumen? Das sind Sonnenblumen. Mann, 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 Mann. Was bin ich für ein Landwirt, der Sonnenblumen von Mais aus der Entfernung nicht unterscheiden kann. So. Feld Nummer 10, da vorne auf dem Feldweg geht's rechts. So, dann müssen wir hier um die Bäume rum navigieren. Aber das sollte wohl klappen. Das ist ja die reinste Slalomfahrt. Ich fasse es nicht. Komm mir vor wie beim Skifahren. Oje, oje. Nee, da kommen wir durch. Da hat sich ja der Motor echt, also... Da kommen wir auch. Na, kommen wir auch gerade so durch. Okay. So, nicht schlecht. So, ich glaube, hier aufklappen ist nicht. Sondern wir können gleich loslegen. So, sehr schön. Wunderbar. Oh ja, da stehen die Bäume aber ganz schön eng am Feld. Ist ja Präzisionsarbeit gefragt. Gut. Sehr schön. Ja, also hier ernten wir die Sojabohnen. Dann fahren wir hier wieder wie immer einmal rum. Einmal in Vorgewende ums Feld herum. Verkehr haben wir ja auch jede Menge auf der Straße. Und eine gefährliche Kurve mit Tempo 50. So. Ja, hier müssten wir dann eigentlich genügend Platz haben. Dann könnten wir eigentlich den Helfer losschicken und dann können wir uns um den anderen Auftrag kümmern, nämlich... So, erstmal zurücksetzen. Ich hoffe, da kommt keiner.
nämlich den Auftrag zum Grubbernfeld Nummer 5. So, den schicken wir hier los. Das müsste eigentlich so passen. Ja, und mit 18% haben wir auf jeden Fall ein bisschen Luft. So, wo ist er denn? Da ist er doch. Okay. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Oh, das Gewicht vorne. Ja, sollten wir anheben. So, jetzt muss ich mal schauen. Ist hier der Grubber? Nein, der Grubber wird bestimmt in der Halle stehen. Ja, da vorne ist doch das gute Stück. Sehr schön. So. Ja, da werden wir. Kommen wir da ran? Okay. So, und dann hier raus. Das müsste klappen. So, Charlie untersucht unseren Hof. Und wir fahren zu Feld Nummer 5. So, PS hat er ja genug. Auf jeden Fall, weil das ist wieder ein Feld, wo es berghoch, bergrunter geht. Und das soll der Lamborghini hier auf jeden Fall ohne Probleme schaffen. So, das müsste es sein. Ja, es blinkt. Feld Nummer 5. Wir schauen nochmal. Abgeerntet, muss gepflügt werden oder eben gegrubbert. So, dann fangen wir hier auf der Seite an. So. Nochmal kurz zurückgesetzt. In ordentlichen Position bringen. Und ab geht die Lucy. Ja, der zieht hier richtig hoch. Das passt. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Wunderbar. So, wir schauen noch mal kurz rein. Ja, der Ernteauftrag 21 und 3%. Ja, das passt so. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir schon mal unseren Abfahrer, den Valtra, in Position bringen. So, hier geht's rum. Am Gewächshaus vorbei. Da steht auch schon der erste Salat. Und unseren Kühen geht es auch ganz gut, so wie es aussieht. So, und wieder das Reh. Ja, die Rehe, hier hat es jede Menge davon auf der Map. Sehr schön, unsere kleine Alpenmap. Wo wir ja mit kleineren und mittleren Maschinen arbeiten werden. Im Gegensatz natürlich zu unserem schönen großen Projekt Neubartelshagen Big Farm, wo wir ja im Moment mit zwei Kartoffelerntern unterwegs sind, mit zwei großen Grimmeln und mit zwei Abfahrern, und da herrscht richtig Action. Also wenn ihr Bock habt, schaut doch mal auch da rein. Mein Projekt Neubartelshagen Big Farm, da werden wir mit den ganz, ganz großen Maschinen arbeiten und vor allen Dingen viele, viele Helfer einsetzen. Wir werden versuchen, hier mit den ganzen Helfern mal zu arbeiten, was das Abfahren angeht. Und da wird es auch Projekte geben. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir zum Beispiel häckseln und dann mit drei Abfahrern auf der Map unterwegs sind. So, dann schauen wir mal. Ah, da war ich jetzt schon einmal. Ja, das ist jetzt die dritte Bahn schon. Gut. Und er ist bei 62%.
Ja, die Aussicht, die ist halt hier einfach hervorragend. Ganz, ganz toll auf dieser Map. Das macht schon Spaß. Ja, der Kontrast zwischen unseren beiden Projekten ist dann schon richtig. Das passt. Da haben wir für jeden was dabei. Hier eben die kleinere Geschichte in den Bergen mit entsprechenden Maschinen, die PS brauchen, damit sie hier auch die Steigungen bewältigen können. Und dann haben wir eben unser anderes Projekt für die Großmaschinen, wo wir dann richtig mit den breiten, satten Geräten dann über die Felder fahren werden. So, den Kollegen können wir jetzt schon mal abtanken. So. Setzen wir ein kleines bisschen zurück. So, da kommt er. Und dann werden wir uns mal vorsichtig annähern und ihm signalisieren, dass wir bereit sind zum Abtanken. Dann übernehmen wir den Kollegen mal und werden dann unten noch mal ein kleines Vorgewende fahren, weil jetzt kommen wir ja zur Straße und da müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein, haben wir nicht mehr ganz so viel Platz. Hier noch. Sehr schön. Ja, der Drescher scheint eigentlich der richtige hier zu sein für diese Map, so wie es aussieht. Also er kommt auf jeden Fall die Berge hier hoch. Die Steigungen kann er bewältigen. Das passt soweit. Also da sehe ich keinerlei Notwendigkeit, eine neue Maschine zu kaufen. So, wieder aushebeln und einmal rum. Gut. Und weiter geht's. So, dann schauen wir mal, wie weit unser Gruber ist. Ja, da können wir dann auch mal ein kleines Vorgewende fahren. Da befinden wir uns auch, glaube ich, auf dem höchsten, mit auf dem höchsten Punkt, also zumindest was die Felder angeht, auf der Map. Auch sehr schön. So. Dann fahren wir mal hier einen Berg runter. So, seit einigen Tagen ist ja bekannt, stand ja auf der Webseite von Giants, dass jetzt mal wieder ein Patch ansteht. Aber ich glaube, so wie ich das gelesen habe, im Wesentlichen natürlich für alle, die da die Platinum Expansion gekauft haben, wo es natürlich um die Forstwirtschaft geht. Das heißt also, viele, viele deutliche Verbesserungen betreffen hauptsächlich die Geräte und die Maschinen für die Forstwirtschaft und auch die Gebäude, die da in diesem Pack enthalten sind, sind im Wesentlichen natürlich, was haben wir da stehen? Eine Sägerei beziehungsweise für die Holzwirtschaft halt notwendig. Na, jetzt fällt mir das Wort einfach nicht ein. So, ihn schicken wir noch mal los. Eine Sägemühle, jetzt habe ich es. So, jetzt muss ich es gerade ganz kurz nachlesen. Also es geht um eine Sägemühle und es geht um das Bergwerk. Also die beiden Gebäude, die beiden Produktionen, die werden da wohl modifiziert, dass man die jetzt auch auf anderen Maps platzieren kann, sozusagen als kaufbare Objekte. Und das ist wohl der große Inhalt oder das große Update oder ja, der Inhalt von diesem Patch 1.3, der wohl in Kürze dann kommen wird, der jetzt, so wie ich verstanden habe, in der Beta-Version ist. Ich glaube, für die PlayStation, für die Konsolen ist das im Moment nicht aktuell. Werden wir dann sehen, wenn es dann wirklich zum Download bereitsteht.
Generell würde mich mal interessieren, wie eure Meinung eigentlich ist zum Thema Forstwirtschaft. Wer von euch hat denn jetzt Silver Run? Wer zockt denn die Map? Wer ist da jetzt wirklich ganz groß eingestiegen in das Thema Forstwirtschaft? Würde mich mal interessieren. Und vor allen Dingen, möchtet ihr sowas auch hier von mir sehen, hier auf dem Kanal? Würde mich natürlich auch interessieren. Schreibt es mir doch einfach mal bitte in die Kommentare, wie euer Meinung zum Thema Forstwirtschaft, Silver Run und natürlich dem DLC war mit der schönen Map. Gar keine Frage. Aber ja, ob man nun Forstwirtschaft macht oder nicht, ich glaube, das ist dann jedem auch so ein bisschen eben eine Geschmackssache. Und da würde mich mal eure Meinung dazu interessieren. So, zwei Vorgewände, das müsste so passen. Und dann können wir ihn hier wieder den Berg runter schicken. So, auf geht's. Ja, und fast kein Feld, wo nicht ein Reh draufsteht. Sehr gut. Okay. Wir schauen uns kurz um und bestimmt spawnen auch hier gleich die Tierchen wieder. 42%, also der kann noch ein bisschen arbeiten. Ihn werden wir in der Zwischenzeit mal ein bisschen umsetzen. So, und da ist es doch. Ja, dann schauen wir mal, wo müssen wir denn eigentlich hin mit dem Material? Habe ich gar nicht geguckt. Zum Bauernmarkt, okay. Wir schauen mal. Bauernmarkt, Bauernmarkt, der müsste doch theoretisch jetzt blinken, oder? Müsste der nicht angezeigt werden? Müsste er hier angezeigt werden? Bin mir nicht sicher, ist das der Bauernmarkt? Nein, das ist der Supermarkt. Die Bäckerei. Die Getreidemühle. Der Bauernmarkt, das ist der Shop. Wo finden wir denn jetzt den Bauernmarkt? Das sind Produktionen. Restaurant. Kann das sein, dass der, nee, das hier, die Pizzeria, nee, Biogasanlage, der Bauernmarkt, wo ist denn der? Ach, das wird er sein, oder? Jep. So, dann machen wir das mal ganz kurz anders. Der Bauernmarkt. Markierung setzen. Ja, und da unten ist er. Okay, alles klar. So, was macht er hier? Sehr schön. Das sind wir dann jetzt auch mittlerweile bei 44% und 67% sind wir jetzt bei unserem Auftrag für die Ernte. So, den Bauernmarkt nehmen wir mal wieder raus. Dann tanken wir den hier nochmal ab. So. Und dann können wir nämlich zu Ende der Folge nochmal hier mit dem Waldrad zum Bauernmarkt fahren und die erste Lieferung abgeben. Sehr schön. So, wir schicken ihn wieder auf die Reise. Starten den Motor und fahren mal Richtung Bauernmarkt und gucken mal, ob wir ihn jetzt auch wirklich finden. So. Kommt was? Nein, links ist frei.
Oh. So, rechts haben wir unsere Wiese, die gehört uns. Und dann müssten wir hier an der Tanke rechts abbiegen. Oder halt im Kreisverkehr die erste rechts nehmen. So. Und jetzt müsste eigentlich irgendwo hier links der Bauernmarkt sein. So, da kommen wir nicht rein, da kommen wir rein. So, und dann schauen wir, dass wir hier niemanden über den Haufen fahren. Und eigentlich müsste es das hier sein, oder? Oder ist das der Supermarkt? Das ist der Supermarkt. So, bevor wir jetzt wieder... Eins. Aha. Augenblick. Aha. Das sind zwei Abladepunkte direkt nebeneinander. Und dann wird das da vermutlich für den Supermarkt sein und das der Bauernmarkt. Okay, jetzt gehen wir dann doch lieber auf sicher. Quatsch hier. So. Ja, natürlich nicht. Okay. Da hätten wir ja völlig falsch abgeladen. So. Jetzt aber. Dann ist der Bauernmarkt neben dem Shop. Da haben wir ja eigentlich auch bei der letzten Ernte abgeladen. Hätte ich eigentlich wissen müssen. Und klar, natürlich fährt rein und bleibt dann mitten auf der Straße stehen. So. Aha, Helfer C hat die Arbeit erfolgreich beendet. Das müsste dann unser Drescher gewesen sein. Naja, wir haben ja auch ein bisschen hier rumgelungert. So, Blinker gesetzt. Hier rechts runter. Yep. Da ist der Bauernmarkt. Doch ganz gut, die Hilfe eingesetzt zu haben. So. Da geht's rein. Und dann einmal... Augenblick. Naja, das ist der Bauernmarkt, aber abgeladen wird hier drin. So. Genau. Und hier laden wir jetzt ab. Und... mit der erfolgreichen ersten Lieferung darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß hier auf unserer schönen kleinen Map Neu-Mini-Brunn. Ich sage danke und wie immer bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, cheerio, euer Badenfarmer.